So, hallo. Eine Folge Things. Ich hoffe, ich schaffe eine Folge und penne ich mittendrin ein. Aber wir gucken mal. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich es gerne so probieren würde, dass wir erst ein Level so ein bisschen uns in Anführungszeichen anschauen und mit Saves spielen, je nachdem, wie ich so der Eindruck vom Level ist. Und dann anschließend das Ganze ganz normal ohne Saves spielen, wie es hier eigentlich sein sollte. Ne? Das würde ich, wie gesagt, gerne mal probieren und wir gucken einfach mal, was passiert. Ich glaube, das Culmination Castle haben wir noch nicht gespielt, insofern gehe ich einfach mal rein und gucke, was auf mich zukommt. Okay. Ah ja, die fallen runter. Okay. Ach Mensch, okay, wow. Meine Einschätzung der Höhe von den Dingern ist fulminant gerade, aber wirklich. So, uiuiuiui. Okay, bis dahin kommen wir schon mal. Uiuiui. So, so, nein. So, so. Oh Gott. So, ach mein Gott. So, so, also. So, so, so. Das ist nur der Anfang, da kommt ja dann die Tür. Ne? Also das ist ja nur... Mann. Ah. Ach komm. Will mehr von dem Level... sehen. Nein! Das ist der letzte Sprung. Der ist tricky. Alles davor geht eigentlich, wenn man sich nicht komplett dumm anstellt. Och, ich dachte, ich hab's. Ich dachte, ich hab's. So, jetzt aber. Ach, ey. Alles kriege ich... Oh, ich wollte gerade sagen, alles kriege ich hin, aber den letzten nicht. Und naja. Ach, jetzt bin ich wieder da angestoßen. Das ist auch so weird, so ohne Musik alles. So. 20 Exits or 20 Moons? Wir haben beides. Aber was ist jetzt der Unterschied? Okay, ich mache jetzt den State. Was ist... Wo komme ich hier raus? Hier komme ich raus. Und wo komme ich hier raus? Ist doch der gleiche Screen. Es muss doch der gleiche... Hä? Hä? Ist da jetzt ein Unterschied? Wartet mal. Okay, also so sieht der aus. Jetzt anders? Nö. Ja, okay, ist dann egal, wo wir spielen. So, gehen wir mal hier rein. Sind es jetzt so kleine Einzelräume? Ja, weil offenbar... Oh, ich glaube, ich verstehe es. In den Einzelräumen kommen wahrscheinlich Yoshi-Coins zum Einsammeln und wenn der hier weg... Ja, okay. Solange ich die nicht einsammle, komme ich hier nicht durch. Okay. Wo soll ich von hier aus hin? Hä? Ach! Wo soll ich denn wissen, dass das die Klebetechnik gerade jetzt wieder ist? Okay. Ah, machen wir jetzt hier so, alle Gimmicks kommen einmal vor oder sowas? Okay. Okay. Oh je. Ah, die Musik ist gut. Oh mein Gott. Nein. Nein! Wieso hängt das sich nicht an den zweiten ran?
Was mache ich da falsch? Jetzt. Ah, und dann muss ich hier rum und dann... Okay. Mhm. Das ist jetzt schon wieder so ein Raum, wo ich nämlich das Gefühl habe, dass ich gar nicht viel mit Save States machen kann. Weil sobald ich ein Save State setze, verliere ich Zeit. Das ist ja sowieso das Ding, dass ich hier ganz oft den Gedanken hatte, dass das einfach gar nicht geht mit den ganzen States. Also gucken wir mal. Wie? Come on. Ich könnte ein State setzen, wenn ich da das Dreieck hochlaufe. Das könnte ich mal machen. Das wäre, glaube ich, eine gute Stelle. Ha! Oh! Mal springt er ab und mal nicht. Ich raff's nicht. Jetzt springt er wieder ab. So, hä? Was mache ich denn da falsch? Ach, Mann. Stacheln. Please. Nope. Oh nee. Ey, ich verstehe nicht. Mal hängt er sich ran und mal nicht. Ich mach doch nichts anders. So, jetzt. So, was muss ich jetzt hier tun? Ah, wait. Sagt er mir, ich soll spinjumpen? Ist das... Lol. Ah, ich muss von hier aus dann... Ah, auf die drauf. Solange die da ist. Okay, jetzt gecheckt. Mhm. Man kann auch irgendwie von der Stachel sogar abspringen, ne? Aber ich glaube, das soll ich hier nicht. Ich glaube, das soll schon so gedacht sein, dass ich dann hier und dann so... Und dann so, genau. Okay. Dann hier... Dann so und dann darüber. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Und dann Spin Jump. Okay. Muss ich dann Peach-Jump machen? Also er würde halt funktionieren, das ist das Ding. Ich frage mich nur, ob einer verlangt ist. Oder ob man eher auf den Pflanzen eine Weile aushält, bis das Ding da ist. Was wirkt irgendwie nicht so, ne? Ich fürchte, ich will hier einen Peach-Jump machen. Hm. Hm. Ah, nee! Verstanden. Ich will hier rankleben, glaube ich, eher. Geht das überhaupt? Ah! Ja. Ja, ich will da rankleben. Aber ein Peach-Jump würde auch gehen. Aber den würde man nicht... Den würde man... Das ist jetzt so ein Punkt, ne? Den würde man nicht machen, wenn man hier keine States nutzen würde. Weil das viel zu risky ist. Und dann kommen jetzt hier nämlich schon alle Yoshi-Coins. Hier sind die schon. Interessant, jetzt ist dann schon das Viech weg am Anfang. Aber was wäre denn in der Röhre gewesen? Ach, muss man immer nur einen von beiden Räumen machen? Okay, wenn es hier die Räume sind, sozusagen, die einzeln zu betrachten sind,
Dann wird's jetzt ja, wäre es jetzt ja praktisch eh gespeichert. Na, wenn ich jetzt sterbe, komme ich hier raus und der ist... Ja, genau. Okay, das heißt, ich kann jetzt den Raum einfach nochmal spielen, jetzt ohne Save States. Und dann haben wir den Raum schon ohne Save States gemacht. Gut. Dann machen wir das jetzt einmal. Und wer jetzt sozusagen den nicht sehen will, der geht jetzt unten in die Videoleiste. Und sollte jetzt noch ein anderer Raum kommen in dem Video, dann skippt ihr einfach vor, bis ich den nächsten Raum betrete und da dann erstmal wieder mit Save States mich umschaue. Ich denke, wenn wir das so nämlich machen, dass ich immer erst mit Save States mache und dann halt noch für meinen Ehrgeiz ohne und auch für das gute Gefühl, weil es einfach, es fühlt sich bei dem Hack einfach falsch an, ja, so rumzutricksen, dann, ja. Also ich denke, so können wir es mal probieren. Also wenn ihr jetzt sozusagen diesen Teil hier nicht sehen wollt, skippt ihr einfach vor, bis ich wieder richtig spiele. Der Anfang ist schon irgendwie doof. Mal klappt's und mal klappt's nicht. Und ich habe noch nicht so ganz verstanden, was ich anders mache, wenn es nicht klappt. Vielleicht springe ich zu bald ab. Das kann sein, dass ich zu bald drücke. Das könnte sein. Ah, ich hab's verpeilt. Aber dann gehen wir auf jeden Fall auch noch den orangenen Raum ab. Also, klar. So, der ist jetzt zwar vielleicht nicht mehr relevant, weil wir jetzt die Yoshi-Coins schon haben. Wahrscheinlich wäre es egal. Also, einen von beiden Räumen macht man dann. Aber die will ich schon alle sehen. Also, das ist ganz klar. Die Räume gucken wir uns alle an. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Die Räume gucken wir uns auf jeden Fall alle an. Vor allem, die sind ja super kurz. Also, das war ja ein super kurzer Raum. Mit Save State ja sofort geschafft, also, ne? Klar, ohne wird es jetzt ein bisschen dauern. Deswegen, ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Raum in dem Video jetzt dann gibt. Oder ob ich erst alle Räume... Na, jetzt habe ich schon sozusagen die weggeschickt, die das nicht sehen wollen. Können wir uns ja für die anderen Räume dann überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, erst alle Räume ohne States zu spielen und dann halt die einzelnen... alle Räume mit und dann die einzelnen ohne. I don't know. Machen wir es erstmal so. So. Jux! Jetzt. Ja. Okay, hätte ich sogar noch erwischt. Good to know. Mist. Also ich würde fast sagen, der Anfang ist mit das Kritischste. Jo, jetzt passt's. Ah! Geh noch ein bisschen höher. Ach, ich kann ja auch hoch. Ich bin ja blöd, ich kann ja auch hochklettern. Ich muss ja gar nicht so hoch springen immer. Ich kann ja einfach. Ja, genau, ich kann ja einfach klettern. Das macht's natürlich leichter. Oh ja. Oh ja. Das macht's viel leichter. Okay. Bin blöd. Ich bin doof. So. Oh, zu weit. Okay. Das geht also auch. Das war wieder zu weit. Interessant. Aber man hat gesehen, dass er ganz kurz in die Animation zum Hochlaufen gegangen ist. Also war es ganz knapp zu weit. Perfekt. Okay. So, jetzt in Ruhe runter. Rüber. Nice. Ah, fast. Okay. Okay, den Chuck rechtzeitig zu erwischen, ist interessant, dass ich das gleich geschafft habe. Ich hätte gedacht, dass ich da mehr Anläufe brauche, aber die werden jetzt kommen. Also den werde ich nicht jetzt jedes Mal am Anfang erwischen. Das war pures Glück. Okay, war es nicht.
Aber es wird trotzdem nicht immer funktionieren. Da, 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 da. No! So. Ja, da habe ich gemerkt, dass ich zu bald abgesprungen bin. Also langsam klappt der Anfang. Man braucht immer nur erstmal eine Taktik und dann geht das schon. Mann! Ach komm! Hey, sag mal. Da redet man gerade davon, dass der Anfang klappt und dann macht man plötzlich wieder richtig viel Blödsinn am Anfang. Das ist faszinierend. Vor allem Blödsinn, den man vorhin überhaupt nicht in der Form gemacht hat. Hä? Alter! So, jetzt. Jetzt immer wieder. Okay. Komm, wir waren doch schon beim Chuck. Jetzt geh da wieder hin. Ach, jetzt hör auf, dich da nicht hinzuhängen. Ey, was mache ich denn jetzt da für einen Blödsinn plötzlich? Hallo? Sag mal. Okay, irgendwas mache ich plötzlich ganz anders. Aber ich weiß noch nicht was. Genau ab dem Moment, wo ich gesagt habe, jetzt läuft der Anfang, läuft er gar nicht mehr. Danke. Jetzt haben wir es mal wieder. Ja, das hat gereicht. Runter. Drüber. Okay. Nice. Nein, er hat ihn in die Hand. Ich dumm. Ich muss die Taste loslassen. Okay, das wäre es fast gewesen. Es ist halt echt kurz. Ich bleib dabei. Es ist echt kurz. Was gut ist. Trotzdem checke ich nicht, was ich manchmal falsch mache. Der bewegt sich ganz anders, als ich eigentlich steuere. Hey, jetzt schon wieder. Ich check's nicht. Ich hab das gleiche gemacht wie sonst auch. Und jetzt ging's. Hä? Alter. Ist es so empfindlich, dass das offenbar dann nicht das gleiche ist, weil man in einem Subpixel was anderes drückt. Ich raff's nicht. Nein. Nein. Nein.
So, können wir jetzt mal wieder? Wenn ich bis hier komme, läuft der Rest komplett durch. Ja, jetzt haben wir's. Gut. Sehr schön. Okay. Also, den Anfang, das ist ganz weird. So, was wäre jetzt hier oben gewesen? Ist doch ein anderer Raum dann nochmal. Oh, das wäre der Pokémon-Raum nochmal. Okay, cool. Hä? Ach ja, ja, ich habe vergessen, wie die Pokémon-Räume funktionieren. Jetzt habe ich es wieder, jetzt weiß ich es wieder. Ah, ich muss mich umdrehen. Verstanden. Ja, I see, I see. Das wird interessant. Okay. Wie mache ich denn das am besten? Ah, ich habe vergessen, den zu schießen. Das Pokémon-Gimmick war großartig. Ja, moin. Ja, Grumanda, bleib doch mal stehen. Und dann müsste ich den... Also den hole ich, dann hole ich den da ab und dann schieße ich den da drüben wieder hin, oder wie? Ja, und dann nochmal... Okay, und dann nochmal auf dem Glumanda springen. Ja, okay. Also hier habe ich auch schon wieder kaum Möglichkeit, jetzt den State zu setzen, deswegen aktuell schlecht. Aber muss ja auch nicht sein. Na, States gehen natürlich nur, wenn sie auch angenehm zu setzen sind. Aktuell sehe ich da Probleme. Ja, vielleicht, wenn ich da falle oder so. Ich mache mir jetzt Gedanken, wo ich einen State setze, obwohl ich gar keinen State setzen will. Das ist auch faszinierend. Okay, ich muss das Timing da noch irgendwie anders machen. Ah, wait, vielleicht so. Vielleicht will ich gar nicht auf das Glumanda da oben springen, sondern wirklich in Ruhe, wenn es da unten ist. Oh ja! Und dann da. Das könnte besser funktionieren. Warte, den kann ich doch bestimmt einfangen. Lol. Aber wohin will ich mit dem dann? Wait. Ach so. Ach, und Yoshi ist nur da, um den zu... Yoshi brauche ich gar nicht. Yoshi ist nur da, dass der wieder verschwindet. Verstanden. Und dann... Okay, ich glaube, ich habe es gecheckt. Dann hole ich mir den Smogon. Ja, und dann schieße ich den Smogon hier irgendwie wieder raus. Irgendwie so. Also so ganz gecheckt habe ich es, glaube ich, doch noch nicht. Aber ich denke, wir kommen in die richtige Richtung. Da hole ich mir den Smogon und dann... Und dann... Aber...
Ach, und dann springe ich hier vielleicht drauf oder so, oder was? Also ganz richtig mache ich es, glaube ich, noch nicht. Weil eigentlich war doch die rote Münze die Stelle, wo man schießt. Aber ich kann ihn ja auch schon hier holen. Like, I don't know. Ja, mal gut, es hat funktioniert. Machen wir es einfach. Ich weiß nicht, wie genau das jetzt hier gedacht ist, aber so wie ich es mache, funktioniert es auf jeden Fall. Ja, ja, doch, das geht schon. Ah, war jetzt wieder zu lang gewartet. Das muss relativ schnell gehen. So und so. Und jetzt war ich zu niedrig. Okay, aber so in etwa. Ach, ich dumm. Hier schieße ich den ab und hier hole ich den wieder. Jetzt habe ich es gecheckt. Ja, irgendwie so. So rum ist besser. Jetzt. Ja, ich bin blöd. Und dann okay, und dann hole ich den darüber. Ja, so geht's ganz gut. So. Okay. Das ist dann die letzte Stufe. So. So. Zack. Nicht auf den drauf springen, mitnehmen. Ist das Pelipper? Ich glaube, es ist Pelipper. Nee, das ist ein anderes Viech. Und dann wären da die Yoshi-Coins. Okay, dann können wir es jetzt ohne spielen. Ah ja, so nicht. Genau so nicht. Gut. Ja, fast. Mist. Aber hier ist der Anfang schon mal zumindest deutlich angenehmer als drüben. Als in dem anderen Raum. Sehr schön. Gut. Gut. Oh nee! Ich habe den in die falsche Richtung rausgeschickt, ne? Okay, aber das ist auch wieder relativ kurz. Gut. Ah, der war ein bisschen arg hoch. So. Ja, nein. Ah, ich habe nicht geschossen. Ah. Na, zu langsam. Schön. Nein! Wieder die falsche Richtung. Mann! Okay. Der könnte wieder zu hoch. Nein, passt. Jetzt passt's. Ah! Passt. Okay. Ach, ich meine, ich vergesse mir am Anfang zu schießen. Aber der Raum ist deutlich leichter als der andere. Also hätte ich jetzt die Wahl gehabt zwischen einem von beiden, hätte ich den genommen. Muss ich ganz ehrlich sein. Der geht, würde, ich glaube, der wäre schneller möglich gewesen. Ach, komm.
Nein! Na. Ah. So nicht. Nein! Ach. Sehr gut. Nein! Na, oh, das war zum ersten Mal niedriger, als es sollte. Hat man auch noch nicht, aber ist okay. Ja, der Anfang läuft. Das ist nicht mehr viel, was da noch nicht funktioniert. Nein! Ach, Schicki. Mann. Na. Schlechtes Timing. So nicht. Ja. Was war das denn? Hä? Falsche Richtung. Ach komm. Gut. Gut. Sehr schön. Yes. Ah, fast. Okay. Wir kommen der Sache näher. Ach Mann. Ich hoffe dann nur, dass dieses Hochlauf-Gimmick, wobei wenn das Hochlauf-Gimmick kommt, dass wenn es kommt ohne Feder ist. Ah, aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was alles noch kommt. Nicht in dem Part. In dem Part wird es noch der Pokémon-Raum zu Ende gespielt ohne States und dann ist gut. Aber ja, wir werden sehen, was noch alles kommt. Mist. Ich glaube, die Glumanda-Stelle ist bisher so die, wo ich am häufigsten sterbe, wenn man es jetzt wieder versuchen würde, in irgendein Dings zu bekommen. Ich glaube, dann ist das hier meine größte Problemstelle. Ja, nein! Oh, weil ich mich verkehrt rumdrehe. Nein, und dann die Stachel, das Ding setzt und dann auf die Stachel. Ei.
Jetzt hat's mal wieder gepasst. Passt leider zu selten, aber es ist okay. Gibt Schlimmeres. Zum Beispiel hier den letzten Sprung versauen. Mann, der ist doch nicht so schwierig. Oh. Gut. 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 Komm jetzt. Yes. Sehr schön. So. Dann wären hier auch Yoshi Coins eigentlich gewesen. Und jetzt wäre der dann so oder so auf jeden Fall hier rausgefallen. Ah, und jetzt gibt es hier dann einen Mond zum Einsammeln. Und wenn man den hat, dann sollte das das gewesen sein. Wobei, ich weiß, gibt es dann nochmal... Dann gibt es nochmal Röhren. Okay, dann gibt es nochmal irgendwas Neues. Keine Ahnung, was da noch kommt. Aber dann haben wir auf jeden Fall noch mindestens 4 Räume vor uns. Weil ich mir ja beide Räume anschauen will. Gut, dann geht's hier das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Nicht Ö. Minus beende ich jetzt die Aufnahme.